Hallo, ich begrüße euch zu einem Spiel für den Amiga 500 und das ist Minigolf, ne? hole in one. Für die meisten, oder naja, wir sind nicht alle über den Kamm scheren, aber könnte erstmal langweilig sein für einige, ich sag mal einige. Äh, Minigolf, uh, für den Amiga, da gibt es auch bessere Spiele. Da gibt es was zum Ballern, da gibt es was zum Springen und es macht Krach. Und das macht der Minigolf eben halt nicht. Aber die Leute, die gerne Minigolf auf dem Amiga spielen, werden nicht enttäuscht sein, ähm, weil dieses Spiel sehr zugänglich ist. Und ich habe selber meinen Bezug zum Spiel, ich habe es damals mit einem Freund ähm, oben auf seinem Dachzimmer gespielt. Und der hat dieses Dachzimmer hat er halt getrennt. Und ich kann mich noch erinnern, dass er vor der Wand, da war irgendwie so seine Schlafkohle und ja eben halt hinter der Wand, gleich wenn man so im Eingang reingeht, ähm, da war sein Amiga 500 mit so einer kleinen Funzel. Und da saßen wir eben halt davor und haben den ganzen Abend dieses Spiel gespielt. Was so ziemlich simpel ist, ne? Ja, und äh, sonst alles rundherum äh, um uns, ne? War alles dunkel. In, in den äh, Dachecken, sag ich mal. <laughs> ja, ich hatte jetzt auch so mal nachgeguckt, so was wie ein Amiga Wiki. Ein Amiga Wiki gibt es tatsächlich. Aber ich habe jetzt nicht so was für die Spiele gefunden. Ich habe eher sowas gefunden. Ja, so äh, Testwertungen von verschiedenen Zeitschriften. Die ähm, Amiga Reviews. Also die Seite werde ich dann unten verlinken. Und äh, da könnt ihr selber mal reingucken. reingucken. Und äh, die finde ich eigentlich ganz schön gestaltet. Und da würde ich ganz gerne euch so kleine Aussagen mal vorlesen. Also nicht alles. Das würde auch zu sehr den Rahmen sprengen. Hier steht: Jeder, der ein halbes Gehirn und einen Finger hat, sollte etwa 10 Sekunden brauchen, um die Mechanik von Hole in One in den Griff zu bekommen. Der Spielbildschirm ist ein Blick auf das Grün von oben. Es gibt ein, klein weiße, ein, ein kleines weißes Rechteck, in dem ihr Ball mit einem ersten Mausklick platziert wird. Und ein kleines schwarzes Loch, in das dieser Ball geschleudert werden muss. Sobald der Pla Ball platziert wurde, zeichnet das Wegbewegender Maus eine Linie. Die Länge der Linie zeigt die Stärke, mit der Sie den Ball schlagen. Ihre Richtung zeigt an, wohin der Ball gehen wird. Drücken Sie die Maustaste und der Ball fliegt hoffentlich hoffentlich ans Ende des Los. Also. Ähm, ziemlich simpel, ne? Äh, also nicht schwierig. Und dann steht da noch. Ähm, Moment, wo war es denn noch? Äh. Nach und nach kommen Features hinzu: Sand, Wasser, bewegliche Barrieren, die die Schläge kniffliger und das Hole-in-One weniger wahrscheinlich machen. Ne? Ah, aber das wird ihr jetzt alle sehen. Ich denke mal, ich starte jetzt mal das Ganze. Ich muss mal hier rübergehen. Hier seht ihr gerade die Workbench 3.1. Ich habe hier, ach, das seht ihr glaube ich gar nicht, da hier, hier meine. ACA500 Plus ne, mit einer Turbokarte dran und läuft super. Super Erfindung. Ne? Okay, da machen wir mal einen Doppelklick. Ach, ich hätte noch die README-Datei noch öffnen können. Aber das, das lassen wir jetzt. Und das Ganze natürlich wird jetzt nun auch nur mit der Maus gespielt, also gar nicht mit dem Joystick. Ja, ich habe mir Tee gemacht, ne? Ja, mein Community. Und das ist übrigens hier eine Batchis-Tasse. Ne? Habe ich bestimmt schon mal gezeigt. <laughs> ja. Hm. Da sehen wir jetzt auch schon hier, please, select course to play. Da gibt es natürlich auch noch ein Tutorial. Aber das starte ich jetzt nicht, weil das Spiel ist schon selbst erklärend. Ja, eben halt Classics, das werde ich mich gleich starten. Und der Expertenmodus, der, äh ich glaube, der Unterschied ist der, dass gar nicht dieser Strich gezeigt wird. Also, den zeige ich euch gleich, was ich meine. Ne? Dann sehen wir hier noch To Play Additional Courses All in One 1988 von TJ Carter and Digitech ja, Inc. <laughs> In the disk in any drive. Ja, also es gibt da wohl noch mehrere äh, Bahnen, die man dann wohl laden kann. So, da haben wir auch hier schon unseren Ball. Und kann ich eigentlich schon dieses Menü da oben? Nee, kann ich noch nicht. Ich gerade auf den rechten Mausknopf, aber da tut sich nichts. Okay, dann High Classic. So, ich mach mal ein bisschen leiser, weil ich weiß nicht, ob das gleich... Hier das Mikro gleich wieder zurückgeht und dann haben wir einen Doppeleffekt. Ja, please select number of players. Ja, das spiele ich natürlich jetzt alleine. Man kann es natürlich jetzt bis zu vier Spieler spielen. Ja, muss man sich hier ordentlich hier schön Platz schaffen oder sich mit dem Stuhl abwechseln und eben halt die Schläge ausführen. Ja, das ist das weiße Rechteck, was wir hier sehen. Ne? Und alles, was hell ist, das soll so sozusagen eine höhere Ebene sein. Und alles, was dunkel ist, soll eine, ja, genau das Gegenteil, ne, die tiefe Ebene sein. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. So, das ist natürlich jetzt Hohl, also das Loch 1. Ne? Man hat, ja, eigentlich, man sollte es bis zu drei Schläge ins Loch schaffen. Ansonsten gibt es wohl irgendwie Strafpunkte, wie ich gelesen habe. Und ja, Player One. Ach ja, genau. Wenn ich jetzt auf dem rechten Mausknopf drücke, dann sehen wir noch ein M Menü. Genau, da kann man auch Score, ein Replay, ne? Um äh, nochmal zu sehen, was hat man da eigentlich da jetzt äh, da geschossen und was könnte man verbessern. Ja, Ray man kann das Ganze auch nochmal, also den, den Schuss noch mal, noch mal neu ausführen, glaube ich. Also alles weiß ich nicht. ne. Dann haben wir hier Sound, genau. Continue ist eben halt, ne Quatsch, dass du da unten steht ja Next Player. Also man kann sich dann eben halt auch mit diesen Short Keys-Tasten helfen, indem man hier so eine Amiga-Taste drückt und L. Dann ist der nächste dran, um den Schlag auszuführen. Was ist noch Contour, Direction, weiß ich nicht mehr. Und View weiß ich nicht Okay. Uh, ja, und dann kann man, glaube ich, wahrscheinlich auch uh, noch in den Expertenmodus schalten. So viel wie uh, ja, dann wird die Linie gar nicht erst angezeigt. Aber war das nicht irgendwo, dass man noch den Namen noch ändern kann? meine, irgendwo könnte man noch seinen eigenen Namen ändern. Statt Player 1 irgendwo habe ich das gelesen. Was ist denn, wenn ich jetzt auf Rate. Ist es vielleicht das? Nee. Dies. Achso, please place ball on starting pad. Okay, mache ich wohl. Dann lassen wir sie erstmal bei Player 1. Aber ich habe irgendwie gelesen, dass man wohl durchaus den Namen ändern kann. So. Und je weiter ich glaube ich, also jetzt ne, wird der Schuss sehr stark sein. Mache ich hingegen nur so ein bisschen, dann dürfte er gerade über den Hügel gehen. Na, no, ich mache mal hier. Ja, es war sogar schon, schon zu stark. Na? Das war mein erster Schlag. Okay. Ja, er zieht ja schon die Linie. Machen wir nur so ein bisschen. Dann sollte es eigentlich gehen. Ja, guck. Ah, das war sogar zu schwach. Da hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr Gas geben müssen. Das machen wir auch. Ich glaube mal ein bisschen mehr so. Und, ah, das war mit dritter, Geh habe ich ja. Ui. Ja, gut, das wäre jetzt mein vierter Schlag und dann hätte ich schon sozusagen meinen Strafpunkt. So, drin ist er. Click left mouse to button to continue. Ja, äh, jetzt muss ich wieder platzieren. Das bedeutet, wenn ich ihn jetzt hier platziere, dann könnte ich schräg. Ja, ich muss jetzt so ein bisschen. Ach, wie sagt man? Geometrisch, glaube ich, denken, oder? Sagt man das so? Ein bisschen sowas wie Billard, ja, auch, ne? Ich weiß gar nicht, kann ich da auch, auch direkt drauf schießen? Keine Ahnung. So. Na, ich traue mich einfach mal. Mal sehen, was passiert. Oh, da. ach! Oh, guckt euch das an! Haha! Ja, so kann es gehen, ne? Die erste Bahn mit erst mit vier Schlägen geschafft, aber die zweite Bahn gleich am ersten Mal ja geschafft genau und da ich habe ja gesagt was dunkel ist das ist jetzt unterirdisch das bedeutet die kugel geht jetzt hier oben rüber und wenn ich die bande hier geschossen habe, dann geht die hier so unterirdisch hier rein also ähm, unterirdisch wie es sich das anhört aber eben halt ja ist ja so unterirdisch und kommt dann an das Loch hier an ich würde mal sagen, ich setze mal hier ganz an und vielleicht noch ein bisschen kräftiger. Ich glaube, da muss ich schon ein bisschen mehr Schmackus geben. Mal sehen, was jetzt passiert. Dip, 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 dip. Und seht ihr, jetzt ist der Bein nicht zu sehen. Und das war doch schon sehr gut. Das ist nicht gut. Aber ich sehe ihn wieder, das ist schön. Okay. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Kraft geben. Äh, mal sehen, was jetzt passiert. Und ich das. Ja, 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 geh rein da. Nein, der rutscht da wieder rein. Eigentlich nicht schlecht gedacht. Ich glaube, ich glaub, auch dieser Geschwindigkeitsstoß, der ist schon so in Ordnung. Ähm, also wir hier so etwa. Und ja, ich habe es geschafft. Ich habe, glaube ich, dreimal gebraucht, oder? Hoffentlich kann ich viermal. So, ich drehe nochmal in meinen Tee. Und das Spiel finde ich einfach gut. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man das oft genug gespielt hat, dann weiß man so ungefähr, also gerade das, was funktioniert hat, äh, wie man den Ball ansetzen muss, wie stark man ihn ausführen muss, könnte vielleicht langweilig sein. ne? Hm. Aber das ist jetzt nur eine. Ver Achso. Achso, ich muss nochmal klicken. Jetzt haben wir hier die vierte Bahn. Ja, da sehen wir schon. Also, ich habe ja gesagt, das Dunkle ist jetzt sozusagen das, äh, ja, die tiefe Ebene. Und was Hell ist, ist die hohe Ebene. Das bedeutet für mich, ich muss den Ball. Äh, ja, wenn ich ihn jetzt in der Mitte schlage, dann muss ich ja ganz schön also, ähm, Kraft drauf geben. Weil dann muss der ja hier noch hier hoch. Oh, 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 oh. Das bedeutet für mich, ich, ich versuch's einfach mal. Gib mir jetzt mal richtig, richtig. Ja, so, so muss es ja eigentlich letzten in den Oh! Ha, beim ersten Mal getroffen. <laughs> Und ich denke mal, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann äh, wäre der Ball wahrscheinlich jetzt nicht so gerollt, wie ich es vermutet hatte. Also das ist jetzt gerade wirklich jetzt Glück, äh, was hier gerade passiert. Ja, und das ist hier sozusagen eine, ach, wie nennt man das? Hier so ein, ein Sandsee oder so. Und hier muss ich auch hier, hier jetzt wieder das Rechteck, wo ich hier anlegen muss. Jetzt muss ich mal überlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier durch, dann muss ich ja schon Kraft drauf geben. Weil hier bleibt der Ball dann erstmal stecken. Oder ich muss da versuchen, ihn so Schräche zu schießen, sodass er so dann fällt. Ja, ich kann mich nicht immer so ausdrücken, ich weiß. Mal sehen, was jetzt passiert. Ja, siehst du, das brennt nämlich das Ganze nämlich schon aus. Aber jetzt nicht zu viel Kraft geben. Mal sehen, was jetzt passiert. Ah, ja, 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 ja. Oh, das war aber gut. Guck mal, hier beim dritten Mal. Zack, drinne. Mann, ich bin echt ja wirklich gut. So, was machen wir da? Ähm, ich denke mal, guck mal, das ist jetzt ähm, die sechste Bahn und ich werde gleich, ja, ich sag mal, ich mache zehn Bahnen und dann würde ich auch aufhören, weil wenn ihr selber spielen wollt, dann ist es vielleicht ein bisschen unfair, ja, vielleicht euch gegenüber, weil ihr gerne selber schaffen wollt oder so. Aber vielleicht täusche ich mich auch und das ist nicht immer gleich. Das kann natürlich sein. Ah, so, wie schieße ich jetzt eine Bande? Bin ich jetzt da? Dann knallt er hier oben hin, dann hier runter. Ich darf auch nicht zu stark machen, ne? Ähm, so. So. Oh. Oh, ja, ich muss hier den ansetzen, denke ich mal. Dann so. Dann ein bisschen. Aber nichts. Na, no, ich würde mal sagen, so. Mal sehen, was jetzt passiert. Ach, ich hatte eigentlich gehofft, dass er die Bande auch mitnimmt. Na ja, gut, vielleicht war ich, war ich zu weit nach links. So. heißt, hier. Da. da ah, mh, mh. Ich glaube, mein Gedanke ist, glaube ich, nicht so. Also der wird sich wahrscheinlich nicht so auszahlen, wie ich das vielleicht vermute. Oh. Okay, also das wäre ja schon jetzt etwas. Ja. Nee, ich sag's mal anders. Das war jetzt Glück. War einfach Glück. Okay. So, was denn hier? Das ist aber auch eine skurrile Bahn hier. Äh, hier muss ich ansetzen. Das heißt, ich muss viel Banden schießen. Dim, dim, dim. Und muss auch ein bisschen mehr Schmackos glaube ich, geben. Dab, 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 dab. So. Der muss ja, wenn er die Bande hier ist, muss der ja richtig hier ran. Das heißt, ich muss jetzt mal andersrum denken. Hm? Äh, 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 äh. Also hier etwa. Achso, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen den hier machen. Und... gibt meinen Plan auf. Oh, sag bloß, ich schaffe das wieder beim ersten Mal. Hey, das, ey, das ist... Ich freue mich, dass ich das Video jetzt gemacht habe hier. Wie cool ist das denn? Ja, ich glaube, das könnte jetzt Käse werden. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal vermutet. Vielleicht geht mir das auch das erste Mal, dass es gleich wieder klappt. Naja. Ähm, hier muss ich, glaube ich, die Bande sparen. Also alles, was dunkel ist. Da sollte ich möglichst die Bande schießen. Wenn er hier runterkommt, dann knallt er hier. Aber dann, hier wird er nämlich ausgebremst. Ich muss da hier runter. Also, das würde wahrscheinlich nicht so gut laufen. Hm. Naja, gut, ich, 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 ich versuch's mal. Ich knall jetzt mal volles Fund, mal sehen, was passiert. Da, 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 da. Ja, ja, das soll wir recht sein. Aber es war schon nicht schlecht. So. Oh, da habe ich zu stark gemacht. Ah, dachte ich hätte mich vielleicht ein Ticken verbessert, aber nein. Ich denke mal, das wird auch schon das letzte Loch bleiben. Hier so, ah so ist glaube ich ganz gut. Ah, Mann. Okay. Okay, das ist, das ging jetzt wirklich nach hinten los. Ich glaube, so stark darf ich auch nicht schießen. und ich mal. Ja, 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 ja. ja. Oh, oh, yeah. Der wird immer wieder natürlich wieder zurückrollen, ne? Und das wäre ja eigentlich ja auch so eine kleine Minigolf-Challenge. Ne? Vielleicht möchte jemand ja auch die ein oder andere Bahn ja auch mal. Äh, ja, Overstroke, Limit, Click, Maus, Button. Habe ich jetzt vergeicht. Was passiert jetzt? Aha, dann geht's weiter. Ich möchte gerne aber trotzdem noch mal gucken, ob ich irgendwie ähm, Namen eintragen kann. Wie kann man das denn machen? Was passiert, wenn ich auf Next Player gehe? Ah, komm mal da, da geht das. Dann wunderbar. Wunderbar. Oh, da, da. Aber gut zu wissen. Äh, oder? Hä? Moment. Hole one. Genau. Da habe ich zwei Schläge. nee, da habe ich da mehrere Schläge gebraucht an zwei, easy. Das jetzt zu verstehen. Ach nee, da oben ist ja natürlich mal. Ach ja, genau, da habe ich viermal gebraucht, beim zweiten Mal einmal. Beim dritten Mal äh, auch dreimal. Ja. Ich glaube, beim ersten Mal, beim dritten Mal. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Und da ist sozusagen, ich glaube, Sub bedeutet wahrscheinlich mal eben so der Zwischenstand. Und das ist der Totalstand. Wow. Wisst ihr was? Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich spiele nämlich gleich weiter. Ihr sollt das ja selber spielen. Ne? Ja. Mann, ich freue mich, dass mir es so gut gelungen ist. Ja. Ähm, sonst gibt es noch für euch irgendwas, was interessant sein könnte. Ich gucke mal eben eh mal ganz schnell durch, bevor wir das Video hier beenden. Äh, ja, also ihr habt den, 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 die Linie gesehen, die ja natürlich, wo man den Ball ausrichten möchte. Und wie stark der Schuss sein soll. Und im Expertenmodus fällt diese Linie komplett weg. So habe ich das verstanden. Ja, seinen Punktemodus kann man hinterher auch ausdrucken. Ja, seinen eigenen Namen eintragen kann man wohl auch. Das habe ich jetzt hinten ja auch rausgekriegt. Und ähm, ja. Das war's eigentlich. Ja. Äh, ich gehe nochmal in ganz kurz hier. Ich xe mal. Was ist passiert, ich möchte wissen, ob der Name... Ja, da oben steht ja mein Name, seht ihr? Petty Plays Boy. Ah, schön. Habe ich doch noch das rausgekriegt. Ja, wie ist eure Meinung zu diesem Spiel? Lasst es mich wissen. Ich melde mich bei euch. Ne? Nicht immer sofort, aber ich melde mich dann. Ne? Alles klar. In dem Sinne, hoffe ich, hat es euch gefallen und bis bald. Ciao.